Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play Kerbal Space Program. Es ist ja schon ein Weilchen her mit dieser Serie, also ich habe jetzt sonst immer nur KSS und Karriere rausgebracht. Und jetzt ist mal wieder Zeit mit einem normalen weiterführenden LP. Ich weiß gar nicht, Folge 44 oder so, muss ich mal schauen, was es ist. Aber wir machen, wie ich es schon öfters mal gesehen habe, hier genau hier oben. Eine kleine Tutorial-Runde. Da werde ich ein bisschen doppel schnibbel, schnibbel, schnibbel machen. Natürlich möchte ich nur das Wichtigste zeigen. Und ich habe öfters in den Kommentaren gelesen, dass viele fragen, wie ich das denn so mit dem Docking mache und wie das denn so schön funktioniert. Und ja, da habe ich mir so gedacht, ach, machst du einfach ein Video draus und stellst das dann hoch. Ich fange damit jetzt mal an. Denn es wird ja mal Zeit, sowas zu machen. Also wenn schon viele das möchten, dann mache ich das natürlich auch. Gut, also wir fangen jetzt mal mit den ganzen Basics hier an. Hoch. Wir haben drei verschiedene Docking-Port-Größen, um erstmal anzufangen. Das wäre zum Beispiel die Größe. Mal, muss ich den mal raussuchen. Die haben wir hier immer bei Utility. Genau, hier sind die dann aufgelistet. Das ist jetzt der normale Docking-Port, sage ich jetzt mal so. So 1 Meter, die nimmt man öfters mal. Das sind die ganzen Mini, die nimmt man ziemlich selten. Ich nehme die fast gar nicht. Und das sind die Senior-Docking-Ports, sind die ganz großen. Also diese Senior-Docking-Ports, die passen auf diese großen. Also wenn wir jetzt hier so einen Tank nehmen, so einen hier, dann passen die hier auch drauf. Genau wie die Orangen, die sind ja doppelt so lang wie die hier. Da passen die Docking-Ports drauf. Ihr müsst aufpassen, ihr könnt natürlich auch schon im VAB zwei Docking-Ports miteinander verbinden. Bei diesen Größen ist es ein bisschen schwer zu erkennen, wo sie sich verbinden. Viele machen gerne mal das hier und dann fragen sie sich, warum es nicht geht. Das hier, also müsst ihr beachten, dass dieser Kranz hier, das ist diese Fläche zum Docken. Hier unten, wenn ich das mal hier unten dran setze. Hier, wenn es hier unten grau ist, das ist nicht zum Docken. Das kommt sozusagen an den Tank dran. Das heißt, vorher umdrehen und dann nicht so dran docken, weil das bringt nichts, sondern versucht so langsam ranzugehen, bis es sozusagen automatisch ranschnipst und dann könnt ihr dann dran docken und das funktioniert dann auch. So, jetzt haben wir natürlich auch diese normalen Docking-Ports. Da nehme ich hier mal so ein kleines. Das sind die 1 Meter, glaube ich. 1 Meter, 1 Meter, ja, ich denke mal, das ist 1 Meter. Die 1 Meter Module. Da passt zum Beispiel hier so ein Fuel Tank oder so. Einmal mit den lang mal hier dran. Die passen zum Beispiel da dran. Und das ist eigentlich, die werden öfters genutzt, diese Docking Ports. Das wären dann die hier, die Clampotron Docking Ports, also die normalen, weder Senior noch Junior, sondern die normalen. Und hier ist es eigentlich ziemlich offensichtlich, wie rum man sie macht. Das seht ihr ja, und dann kann man die abdocken hier. Das funktioniert ganz einfach. Ja, und jetzt machen wir die kleinen Junior-Docking-Ports. Da mache ich mal hier so einen Adapter dran, damit ich diesen Junior-Docking-Port dran machen kann. Das ist nämlich bloß ein halber Meter, glaube ich. Müsste ungefähr so sein, genau. Das ist ein halber Meter. Ungefähr genauso groß. Ich setze mal wieder einen hier dran. Hier sieht man dann auch wieder, wie bei dem normalen Docking-Port, diesen Kranz hier, wo man sie docken kann. Und das passt eigentlich schon. Aber man kann zum Beispiel hier dieses Command Pod MK1 kann man nutzen. Der passt eigentlich ziemlich gut. Oder zumindest passt dieser Docking-Pod oben ziemlich gut dran. So, machen wir das hier so. Der passt, ja, das fügt sich hier oben. Das passt schon. So, Docking-Pods dürft ihr nicht verwechseln mit diesen Separatrons, also und die Couplern. Kurze Lehre noch zu den, was der Unterschied zwischen Separators sind und die Coupler. Die Coupler bleiben an dem Ende, wo sozusagen sozusagen die koppeln an dem Punkt, wo der Pfeil hinzeigt. Also der rote wird hier oben abkoppeln. Das heißt, wenn ich hier irgendwas dran setze, ich mache mir was Größeres, wenn ich das hier oben dran setze, dann wird das hier oben abgekoppelt. Und wenn ich das natürlich rumdrehe, dann koppelt es natürlich alles hier unten ab, außer das hier oben. Wenn ich jetzt aber diese Docking-Ports nicht mehr haben möchte, angenommen, ich habe jetzt hier, wie gesagt, einen Docking-Port. Ich meine die Coupler. Ich habe hier einen Docking-Port und möchte den natürlich mit nutzen.
im Raumflug, dann ist es bitte schlecht, wenn ich jetzt hier so einen Decoupler dran kleben habe. Dann gibt es eine Möglichkeit. Entweder man macht das mit den Separatoren, die trennen sich oder die trennen an beiden Seiten. Oh, das ist schlimm hier. Der rutscht immer weiter nach unten hier. Die trennen sich an beiden Seiten, also hier unten und da oben. Und die. Oder man nimmt die Decoupler, wenn man sozusagen das andere Modul, das was meinetwegen vorne dran war, eh nicht mehr braucht, dann kann man die rumdrehen und mit dem Pfeil an die Stelle setzen, wo abgedockt werden muss. Das ist hier sozusagen der Fall. Da kann ich jetzt hier irgendwas, hier oben, so einen Müll, den ich jetzt eben nicht brauche. Und das ist unsere coole Rakete, mit der fliegen wir jetzt in den Himmel und dann sehen wir uns dort. So, da haben wir die Rakete in den Raum geschickt. Ja, es ist nicht die, die wir vorhin gerade zusammengesetzt haben, einfach so, sondern eine andere, die speziell hier für dieses Tutorial gebaut wurde. Ich habe im Prinzip hier ein Raumschiff mit unbegrenzten Treibstoff, unbegrenzten RCS und hier oben einen großen Dockingport, hier unten den normalen Dockingport. Die Mini-Mini, die habe ich jetzt mal weggelassen. Im Prinzip ist es ja das gleiche Prinzip. Jetzt habe ich es doppelt gesagt. Das muss man jetzt eigentlich nicht hier nochmal irgendwie rüberbringen. Docking ist Docking, gibt es halt nur die Unterschiede eben in den Größen, aber vom Wesen her ist es genau das Gleiche. So, ganz wichtig natürlich auch RCS hier. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich an beiden Enden RCS-Düsen habe. Wenn man ein bisschen sparen möchte, beziehungsweise also die Hälfte des RCS, was man hat, und ja genau, die Hälfte sparen möchte, dann oder gibt es die Möglichkeit, dass man die RCS-Düsen an den Masseschwerpunkt hinsetzt. Das zeige ich euch gleich noch. Da muss man im Prinzip, braucht man nur eine Reihe, und das wäre dann vielleicht Masseschwerpunkt, denke ich mal, ungefähr hier sind dem Punkt. Und da sind sie also sozusagen am effektivsten. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn ich jetzt nur die hier unten hätte, dann würde ich nur hier unten diesen Körper bewegen. Der hier oben wäre träge. Ich könnte es dann nochmal demonstrieren, aber wie gesagt, hier oben, es gibt ja das Trägheitsgesetz und sozusagen dieser Bereich hier also würde dann nicht mehr mitkommen, beziehungsweise nicht so schnell wie jetzt. Sozusagen der Teil hier unten hätten wir aber Masseschwerpunkt, die RCS-Düsen, dann würden die sozusagen den Schwerpunkt, wo eben die Masse liegt, würden die das gesamte Teil verschieben. Also sozusagen, das ist meistens immer so in der Mitte ungefähr, dann verschiebt es eben das ganze Objekt und nicht eben nur hier diese obere Hälfte. Aber bevor ich hier weiter rumlabber, wir gehen mal zurück zum Space Center und starten einen nächsten. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier unbegrenzt Treibstoff, unbegrenzt RCS. Ich möchte das jetzt nicht allzu kompliziert machen, weil jetzt so eine Trägerrakete bauen und so weiter. Wo haben wir denn das Teil? Docking Tutorial hier. Noch kurz zu zeigen, Masseschwerpunkt, der liegt ungefähr, ja, habe ich schon richtig geahnt, ungefähr hier. Da reicht es dann im Endeffekt, die RCS-Düsen dorthin zu setzen. Jedoch verschiebt sich ja dieser Masseschwerpunkt in dem Fall nach oben, weil wir ja dann zwangsläufig Treibstoff verbrauchen. Das heißt, das ist nicht so, also erstens nicht so zu empfehlen und zweitens nicht effizient im Endeffekt. Also es bringt dann fast nichts. Man spart zwar RCS, aber man müsste dann viel mehr korrigieren und naja, da ist dann das Sparen auch schon wieder sinnlos. Gut, wir gehen mal zum Startpoint, zum Starttower Launch Pad, was weiß ich, wie das heißt. Steht da bestimmt gleich da. Na komm. Fix, fix. Ja. Ja, da hängt er. Und genau, wir wollen ja jetzt an unsere imaginäre Raumstation docken. Und die ist natürlich da. Das setzen wir natürlich als Ziel. Und dann seht ihr hier ungefähr schon einen kleinen lila Strich. Das bezieht sich immer auf das Ziel. Also lila bezieht sich immer auf Ziele, die man sich gesetzt hat. In vielen Fällen, wenn ich das hier mal so Pi mal Daumen ungefähr immer so ausmache, starte ich, wenn sozusagen das Raum. Schiff oder die Raumstation ungefähr hier an dem Punkt ist, also so in dem Bereich. Also diese Halbinsel hier kann man sich so als Orientierungspunkt nehmen, also hier so,
hier. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, wenn ungefähr die Raumstation da ist. Dann kann man starten. Wir werden jetzt starten. Es wird langsam dunkel hier. Und wir starten wieder in 3, 2, 1. Auf geht's! Und na, wie gesagt, hier unbegrenzt Treibstoff. Und die Sachen, die Rocco Max Mark 55 Radial Mount bla 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 sind auch nicht allzu effizient. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Ich habe dieses Objekt in einem äquatorialen Orbit geparkt. Das heißt, wir haben die wenigste Arbeit, beziehungsweise die einfachste Arbeit. Und bei 100 Kilometern Höhe ist er jetzt auch kreisförmig und nicht elliptisch, also der Orbit an sich. Ich tue jetzt ein bisschen vorspulen und wir sehen uns, wenn wir dann sozusagen an unserem Objekt sind. So, jetzt geht es langsam in die heikle Phase. Wir sind jetzt bei 1000 Meter pro Sekunde. Das ist der Zeitpunkt, an dem man in vielen Fällen schon in die Horizontale hier im Spiel wohlgemerkt gehen kann. Denn 1000 Meter pro Sekunde ist eigentlich wirklich ein guter Hinweis dafür, dass man es in einen guten Orbit schafft, sagen wir mal so. Das heißt aber, wir kommen ziemlich flach, aber auch, das heißt effizient, aber auch schnell in den Orbit. Hier haben wir natürlich im Bezug zu unserem Ziel auch den Winkel angegeben. Das heißt, der ist jetzt hier leicht anders, leicht verschoben. Den werden wir jetzt korrigieren. Ich hoffe mal, ich mache das richtig herum. Nein. So herum natürlich. Und da haben wir schon unseren Schnittpunkt. Das sind die ersten Schnittpunkte in Orange und die in Lila. Das sind die darauf folgenden Schnittpunkte. Beziehungsweise nicht Schnittpunkte, sondern die nächsten Annäherungspunkte. Das ist es. Es wird zwangsläufig zu einem Schnittpunkt, wenn man es möchte. Und das können diese ebenso angeben. Ich werde jetzt, wie gesagt, hier ein bisschen Schub geben. Ein bisschen über den Orbit gehen. Und dann verschieben sich natürlich auch die Annäherungspunkte ein wenig, weil wir sozusagen in dem Moment, wo wir einen höheren Orbit haben, eine größere Höhe, sind wir prinzipiell langsamer bzw. haben einen längeren Weg zu hinterlegen. Das heißt, wir werden zwangsläufig das Objekt dann auch noch mit einholen. Und an dem Schnittpunkt, der jetzt immer weiter angeglichen wird, oder an dem die Annäherungspunkte, die werden immer weiter angeglichen, bis wir halt also quasi einen Schnittpunkt haben, also da die Entfernung zwischen den Objekten 0 Kilometer ist. So, jetzt sehen wir gleich, dass wenn wir hier sind, ist das Ziel an dem Punkt. So, das ist jetzt erste Annäherung gewesen. Jetzt ist sozusagen die zweite Annäherung die erste geworden. So, und würden wir jetzt nichts machen, hätten wir dann dieses Problem. Wir wären rein rechnerisch, hätten wir einen Orbit an dem Punkt. Oder ja, wäre das ein Orbit, das wird jetzt nicht so ganz berechnet. Wir würden ja zerschellen auf der Erde. Dann wären wir ungefähr da. Aber das muss uns jetzt nicht kümmern. Wir werden sowieso jetzt alles ändern. Jetzt hat sich hier sozusagen der Modus geändert. Jetzt sind wir auf Target. Wir wollen aber in Orbit gehen noch. Und dann werden wir hier mal Schub geben. Ihr seht, dieser Schnittpunkt ändert sich hier leicht. Das wollen wir natürlich nicht so ganz. Doch, jetzt ändert sich das. Jetzt wird es nämlich wieder näher. Und wir haben hier einen Schnittpunkt. Der beträgt. Na, nicht genau Schnittpunkt, aber 4 Kilometer können wir hin. Wir können noch mit RCS hier im Map-Modus, können wir noch mit dem RCS justieren. Mit H und N könnt ihr vor und zurück. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück. Ihr könnt es nochmal angucken. Wenn ihr was seht. Jetzt drücke ich N. Sozusagen, und das ist H. So. N, 4,5, 4,4, 4,3. Das ist gut, das ist nämlich die Sonnenseite. Wir werden jetzt nämlich einen
Orbit noch machen. Also quasi einen halben Orbit. Wir werden jetzt bis dorthin fliegen, uns gedulden und immer weiter dem Objekt annähern. Und wenn wir dann hier sind, werden wir die letzten Schritte tun. Das ist das Objekt, 42 Kilometer entfernt. Dort wollen wir hin. Time Warp, wie immer. Wenn es extrem wichtig, also wenn der Winkel so jetzt bei vielleicht 2 Grad oder 1 Grad jetzt, sage ich mal, oder ein halbes Grad, machen wir ein halbes Grad ist, dann sollte man es hier noch justieren. Das ist eigentlich ziemlich einfach, einfach nur nach Norden oder nach Süden. Also hier seht ihr, das ist der Nordanzeiger. Da müsst ihr aber auch, also auf dem Horizont, ich gehe mal dorthin, damit ihr das hier seht. Hier müsstet ihr nach Norden korrigieren und auf der anderen Seite ist es nach Süden. Und ihr könnt das eigentlich auch ganz einfach, wenn wir jetzt hier einen Manöver-Node hinsetzen, diese pinken Marker, die zeigen euch dann hoch. Die zeigen euch dann auch an, wo ihr Schub geben müsst. Mist. Wenn ich jetzt nach oben mache. So, jetzt hat sich wieder gedreht hier. Ja, nicht angegeben. Gut. Das wäre jetzt nach Nord. Ihr müsstet jetzt an dem Punkt nach Norden Schub geben. Das ist aber jetzt irrelevant, weil wir ziemlich nah rankommen. Wollen jetzt ein bisschen weitermachen hier. Das ist schon fast mehr als ein Docking-Tutorial, sondern ein generellen Tutorial, wie docke ich eine Raumstation an oder an andere Objekte im Orbit. Und nicht, wie ich generell genau docke. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Also es sind mehrere. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, das ist ja hier das Ziel, das ist kreisrund, das ist die Richtung des Ziels. Jetzt müssen wir wieder in den Target Mode wechseln und sehen unsere Geschwindigkeit relativ zum Objekt. Eine Möglichkeit wäre es, unsere Geschwindigkeit relativ zum Objekt auf 0 zu reduzieren. So, das machen wir jetzt hier noch. Und sozusagen zum Objekt hinzufliegen. Oder wenn ihr ziemlich schnell wart oder seid, dann könnt ihr natürlich euren Bewegungsvektor, eure Bewegungsrichtung, das könnt ihr ändern. Und somit dann Zeit und Energie sparen, weil ihr kommt ziemlich schnell an immer. Spart auch Energie, weil ihr bremst nicht immer ab, sondern ihr kommt direkt hin. So, jetzt gebe ich mal Schub, damit wir ein bisschen schneller rankommen hier. Wir können ja schnell abbremsen. Ich möchte auf der hellen Seite. Also immer hier zu dem Objekt hin. Diese Methode ist eigentlich ziemlich simpel. Ja, jetzt sind wir hier auf. Oh, 1 Kilometer, das ist schlecht. Bremse ich jetzt mal ab hier. Meter. Noch ein bisschen weiter ran. Oh, 500 Meter. Gehe ich mal hier hin und drücke mal wieder. Ja, was macht er jetzt hier? Bisschen mit RCS, bisschen noch rumfriemeln. Und aber 400 Meter sind eigentlich noch erträglich. Ja, 300 Meter, das wird immer besser. Immer besser. Wie gesagt, ich gebe ein bisschen Schub, damit wir schneller dorthin kommen. 300 Meter. Belassen wir es jetzt bei 300 Meter. Und wo haben wir denn das gute Stück? Da ist es doch. Da ist das gute Stück. Und wir werden jetzt dorthin warpen. Müsst ihr aber auch sehr aufpassen, nicht, dass ihr erstens vorbei warpt und zweitens reinfliegt. So, jetzt werde ich ein bisschen hier korrigieren. Und das ist die Methode, seinen Richtungsvektor zu ändern, ohne jetzt explizit langsamer zu werden. Wir werden langsamer, aber ändern unsere Richtung noch und nutzen diese Energie, die wir noch haben, von der Bewegung aus, um eben noch zu dem Objekt hinzufliegen. 10 Meter pro Sekunde, wir haben eigentlich einen Schnittpunkt. Das seht ihr hier, 0 Kilometer. Das passt eigentlich. Sind in weniger als einer Minute da. So, und der Flug ging jetzt eine halbe Stunde. Und wir sind quasi wieder also fast über der Raumstation. Nicht mal. Ein Dreiviertel Orbit haben wir machen müssen und schon sind wir an unserer Raumstation dran. Die Sonne steht ziemlich hoch. Wir haben nicht mehr viel Zeit, damit ihr auch alles seht. Ich korrigiere noch ein bisschen. Und dann ist es ganz wichtig, am Objekt abzubremsen. Sehr wichtig, das ist eigentlich logisch. Wir gehen aber noch ein bisschen näher ran und kommen eigentlich ziemlich gut an.
Und wie ihr jetzt vielleicht seht, habe ich unsere Raumstation in Anführungsstrichen, die habe ich jetzt nach Norden ausgerichtet, beziehungsweise nach Süden, je nachdem, wo oben und unten ist. Aber ich habe die in diesem Nord-Süd-System ausgerichtet. Das macht uns das Docking wesentlich einfacher, denn wir wissen, wo eben dieser Punkt oder wo eben diese Docking-Punkte sind, genau, und müssen nicht ständig umüberlegen. Und zum anderen würden wir jetzt radial, also sozusagen an diesem Körper dran docken müssen, gibt es das Problem, dass sich dieser Körper ja auch dreht mit der Zeit. Also sozusagen das Objekt ist fest im Raum, also dreht sich nicht, aber im Gesamten dreht es sich um die Erde. Das heißt, wir sehen, ja, wie soll man das erklären? Also im Prinzip alle Seiten sehen mal die Erde, sagen wir mal so. Aber er dreht sich nicht selber. So, wir sind jetzt dran. Wir haben mit 0, also wir sind jetzt relativ zum Objekt, haben wir keine Geschwindigkeit mehr. Oh, das ist richtig gut gemacht hier. Cool. So, wir werden jetzt an das Teil docken. Jetzt habe ich noch einen Mod installiert, den, also ich persönlich brauche den nicht. Aber wir werden jetzt, da wir mit, ich habe jetzt vorgenommen, mit diesen Docking-Ports dran zu docken, werden wir jetzt diese als Ziel setzen, also hier, Control from here, und das Ding setzen wir als Target. So, und da kommt natürlich hier so ein schöner Bildschirm auf, das ist Teil des Mods. Den möchte ich euch zeigen, um so ein bisschen auch das System dahinter zu erkennen. So, wir wissen, dass unsere Raumstation in Nord-Süd, also hier ist Norden, da ist Süden, also das Ding ist südlich ausgerichtet, nördlich ausgerichtet. Sozusagen so ist unsere Raumstation eingestellt und wir wollen eben mit diesem Docking-Port an den Südport dran docken, sage ich jetzt mal so. Das heißt, wir müssen mit diesem Port uns nördlich ausrichten, also sozusagen den Gegenpunkt herstellen. So, das ist erstmal ganz wichtig. Da sehen wir dann nämlich auch, dieser Kreis hier, wenn der in die Mitte wandert, dann sind wir relativ zu dem Docking-Port in der richtigen Orientierung, sagen wir mal so. Das hier gibt sozusagen die radiale Orientierung an. Also wenn wir jetzt hier mit 0 Grad, also kein Grad Unterschied, dran docken möchten, was wir jetzt auch nicht tun werden, sondern ich möchte 45 Grad machen. Das zeigt es nämlich auch mit an, das ist cool. Ich nutze den Mod zum ersten Mal, ehrlich zu sein. So, 45, das ist schon in Ordnung so. Gut, da möchte ich nur so dran docken. Und jetzt ist es meines Erachtens einfacher, wenn ihr euch jetzt einen Punkt auswählt, wo ihr ungefähr, also wo ihr die Richtungen euch einfacher merken könnt. Also nicht, dass ihr jetzt so hier hinfliegt, also immer das Ding im Blick habt, sondern eher hier auf die Seite, also diese RCS-Düsen, dass ihr die seht, sozusagen, dass ihr auf einer Linie mit denen seid. So, und dann können wir nämlich hier in den Docking-Mode wechseln. Und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen testen, wie lang. So, das ist jetzt bei mir die Steuerung-Taste. Da möchte ich jetzt erstmal, wir machen das natürlich ganz einfach, wir wollen jetzt erstmal in die Richtung. So, das werden wir jetzt machen. Da seht ihr hier, dieser Punkt wandert so langsam Richtung Norden. Sozusagen Richtung Nordstrich, sage ich jetzt mal so. Sobald er an diesem Nordstrich ist, können wir anhalten und uns genauso ein bisschen auch nach Augenmaß können wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt in einer Linie damit sind. Dem hier, ich mache noch ein bisschen hier rum. Ich mache das jetzt auch alles mit Gefühl hier, weil ich vertraue nicht. Also, was heißt, ich vertraue nicht, aber ich nutze den Mod eigentlich nicht, deswegen brauche ich das nicht. So, jetzt sind wir hier in einer Linie mit der Ebene. So, jetzt gehen wir dahin, schauen uns die Ebene an und dann können wir sozusagen in die Richtung zur Raumstation düsen. Sage ich jetzt mal so, ganz einfach. So. Machen wir die Richtung jetzt. Am einfachsten ist wirklich am Anfang wirklich die Richtung nach, also sozusagen Reihenfolge, in der Reihenfolge zu machen. Die Reihenfolge ist eigentlich egal, wie ihr macht. Von der Höhe ist es natürlich auch wichtig. So, jetzt gucken wir nach.
Das müssen wir auch noch korrigieren. Das heißt, in dieser Node-Punkt, der wandert dann immer weiter Richtung Mitte. So, hier zeigt es dann an, sobald diese grünen Punkte hier auch in der Mitte sind, dann sind wir richtig, sind wir auf einer Linie. Also auf genau einer Linie im dreidimensionalen Raum. So, jetzt tue ich natürlich wieder in die Richtung. Das wollen wir machen. Und stoppen. So. Am besten ist es, das immer mit kleinen Schüben zu machen. So. Kleine Schübe hin. Und wieder kleine Schübe zum Stoppen. So, jetzt sind wir perfekt orientiert. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch nach oben. Noch kleine Korrigierungen, also Korrekturen machen. Wir können dran docken. Flupp, der macht das eigentlich automatisch. Wir können jetzt RCS aus, SAS ausmachen. Dann dockt er automatisch dran. Und schon sind wir an dem Objekt. Machen wieder unser SAS an. Und da haben wir das Teil. Wir haben jetzt diesen Mod genutzt, den könnt ihr nutzen. Ich werde euch einen Link reinstellen in die Videobeschreibung. Und ja, das war im Prinzip das Grobe vom Docking. Also so ist das Prinzip. So könnt ihr alles docken. Müsste eigentlich prinzipiell möglich sein, je nachdem, wie ihr auch eure Raumstation baut. Es kann sein, dass es manchmal ein bisschen eng wird oder so oder nicht allzu fließend geht, aber im Allgemeinen kann man so diese Reihenfolge nutzen zum Docken. Gut, ich werde jetzt hier Schub geben. Hui! Herrlich. Wie das hält hier. Hui! Wow! Geht nicht auseinander. Das ist cool. Ja, die Docking-Ports, die halten ganz schön viel aus. Und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dahin, euer Hani 007. Ciao, ciao.